Hallo und herzlich willkommen zurück zu Java. Dieses Mal geht es um einen Verschlüsselungsalgorithmus, wo ihr quasi eure Freunde mit Nachrichten betexten könnt, die sie vorerst mal nicht verstehen, aber wenn ihr dann euren Geheimcode ausgetauscht habt, dann können eure Freunde und ihr euch quasi geheime Nachrichten übermitteln und kein anderer kann sie vorerst mal lesen. So, das ganze Ding nennt sich erstmal Caesar-Chiffre oder auch Caesar-Verschlüsselung, da tatsächlich im alten Rom, ich glaube, tatsächlich, ja, das war im alten Rom, wo der liebe Cäsar oder auch böse Cäsar, je nachdem, diese Verschlüsselungsmethode benutzt hat. Gut, und jetzt wollen wir die mal programmieren. Also wie man Dateien einliest, um sie zu verschlüsseln, beziehungsweise wie man Benutzereingaben einliest, um sie zu verschlüsseln, das haben wir ja schon alles gemacht. Deswegen möchte ich euch hier einfach nur zeigen, wie der Algorithmus zum Verschlüsseln funktioniert. Ansonsten schaut euch dazu die anderen Videos mal an. Gut, also wir sagen einfach mal hier oben, okay, wir haben einen String. S und den setzen wir auf irgendwas. Wir können einfach mal so setzen. Ich bin uncodiert. So. Und jetzt wollen wir diesen String quasi safe machen. Nun, das Prinzip bei der Caesar-Verschlüsselung ist einfach, man shiftet jeden Buchstaben weiter. Also quasi, wenn man hat einen gewissen Offset. Das ist ein Integer und man schreibt Offset klein, weil es eine Variable ist. Und da sage ich jetzt einfach mal, das ist, keine Ahnung, 15. Ne, machen wir was Kürzeres, damit ich es euch besser erklären kann. Sagen wir 1. Und das bedeutet einfach, jedes A wird zu einem B, jedes B wird zu einem C, jedes C zu einem D und so weiter und so fort, bis wir bei Z sind und Z wird wieder zu A. Gut, wenn ich jetzt hier 2 mache, dann wird jedes A zu einem C, jedes B wird zu einem D, jedes C zu einem E und so weiter, bis wir bei Y sind. Y wird zu A und Z wird zu B. Logischerweise. Und wenn ich jetzt hier eben 2 mache, dann können wir das ja einfach mal ausprobieren. Also es sieht danach absolut unleserlich aus und es ist nicht allzu schwer zu knacken. Aber tatsächlich hat es in Rom ganz gut funktioniert und ich weiß nicht, wenn ihr euch einfach mal eine halbwegs verschlüsselte Nachricht über Facebook oder sowas schreiben wollt, dann könnt ihr das tatsächlich benutzen. Gut. Also machen wir einfach mal diesen Offset 2 hier. Und jetzt wollen wir uns hier eine Methode schreiben, die das quasi für uns umwandelt. Also sagen wir hier einfach mal public static encrypt. So. Nimmt einen Char C und liefert uns auch einen Char. Warum habe ich das vergessen? Char schreibt man in diesem Fall klein. So. Und jetzt wollen wir einfach sagen, okay. Wir wollen diesen Char hier encrypten. Das heißt, wir brauchen hier tatsächlich auch noch den Offset. So. Und das funktioniert eigentlich relativ einfach. Man kann diesen Char natürlich jederzeit in Integer umwandeln. Das macht man so. So. Wenn ich jetzt aber auf den Integer diesen Offset drauf addiere, dann kriege ich den Integer plus eben diesen Offset. Also die Chars werden nicht irgendwie so gemappt, A ist 0, B ist 1 und so weiter, sondern das wird einfach nach ASCII aufgelöst. Ich würde euch mal empfehlen, dazu eine ASCII-Tabelle im Internet aufzusuchen. Ich weiß nicht, ob ich die tatsächlich zeigen darf, weil sie jemand anders erstellt hat. Aber das ist nicht so schwer. Also A, also kleines A ist zum Beispiel 97. Ja. Gut. Dann addieren wir hier einfach diesen Offset drauf. Und falls wir bei Z sind, also falls wir, Moment, ich muss ganz kurz gucken, was Z ist. Dazu muss ich hier aber erstmal diese Zeile hier auskommentieren. So, jetzt gucken wir mal, was Z für ein für ein ASCII-Wert ist. Und das kann man tatsächlich relativ einfach rauskriegen, indem man einfach Z in Integer castet. Ja. Man sollte vielleicht noch das Ganze zu einem Buchstaben machen. So ist es, der Char Z wird zu einem Integer gecastet und jetzt schauen wir mal, was dabei rauskommt. Wo habe ich einen Fehler drin? Ach so, ja. Keine Ahnung, A von mir aus. Hauptsache, du bist zufrieden. Perfekt. So, Z ist 122. Okay. Also klein Z ist 122. Wir machen das jetzt auch tatsächlich hier nur so, dass es für Kleinbuchstaben funktioniert. Großbuchstaben müssen dann nochmal extra behandelt werden. Das ist aber nicht wirklich schwer. So, also klein z ist 122 und jetzt wollen wir hier noch Integer von a. Und Integer von z. So, jetzt habe ich jetzt schon wieder. Ach so, ja.
Natürlich. So. Und jetzt haben wir hier klein a und wir haben klein z stehen. So, und jetzt wollen wir hier tatsächlich nur die Buchstaben zwischen klein a und z haben. Okay, was machen wir, wenn wir hier in unserem Chart C über 122 rauskommen? Naja, was machen wir dann? Wir subtrahieren 122 und addieren 97 wieder drauf. Also wir gehen eigentlich 26 oder sowas sind es, glaube ich, wieder zurück. Also nicht ganz, sondern wir gehen ja dann zum, also wir gehen vom kleinen z zum groß A. Klein a. So, jetzt haben wir das Ganze hier schön berechnet und jetzt können wir das hier wieder zurückcasten. So, indem wir hier die Klammern drumherum setzen und das Ganze natürlich dann returnen. Dann müssen wir das hier unten nur noch rauslöschen. So, und jetzt wollen wir das Ganze hier mal testen. Okay, was machen wir? Wir sagen encrypt. Wir wollen ein A haben mit unserem Offset von 2. Das wird ein J, da stimmt wohl was nicht ganz. Achso, ja, ich habe hier unten ja tatsächlich auch nicht die Unterscheidung gemacht, ob wir über 122 sind so oder nicht, sondern habe einfach nur gesagt, wir addieren es drauf. Das habe ich jetzt komplett vergessen. Wenn dieser, wenn das hier größer als 122 ist, dann machen wir das so. Und ansonsten einfach nur so. So, Delle. Jetzt passt's. Und jetzt kriegen wir ein kleines c raus. Gut, was machen wir, wenn wir ein x machen? Dann müssten wir ja ein z rauskriegen. Und wenn wir ein y machen, kriegen wir ein a raus. Kriegen wir ein B raus? Kriegen wir ein C raus? So, immer ein bisschen rumprobieren, bis es stimmt. Ja, jetzt passt's. Und wenn wir hier Z machen, klar, wir müssen ja 126, was heißt 126? Wir müssen ja einfach 26 zurückgehen. Also hier eigentlich minus 26, dann ist die Sache okay. So, passt das. Okay, so, und was wir jetzt machen wollen, wir wollen das Ganze hier auf jeden Char anwenden, den wir hier drin haben. Also sagen wir einfach, wir iterieren hier, beziehungsweise wir machen das einfach hier. Wir machen uns noch eine extra Methode, weil wir total komfortabel sind heute. Public static string, encrypt string und nehmen hier einen String S und ein Integer Offset und haben hier noch einen Return String, der erstmal nur leer ist und für jeden int i gleich 0. I ist kleiner als s Punkt length. Haben wir das irgendwo? Da haben wir es. Nein, nicht ZI. Ja, ups, falsche Klammern. So, und jetzt sagen wir hier immer red plus gleich. Also wir fügen quasi was ans Ende an. Und hier schreiben wir einfach diese Encrypt-Methode von unserem Char. Naja, was ist der Char? S.char@i. Und der Offset bleibt derselbe und das heißt, wir brauchen hier nur noch ein Semikolon, dann passt die Sache. Und jetzt geben wir unseren Return String zurück. So, und jetzt sagen wir hier sysout encrypt String über s mit unserem Offset von 2. Und schauen nach. Da ist noch was schief gelaufen, wie man sehen kann. Hier haben wir ein. Ach so, ja, natürlich. Okay, ja, gut. Das ist halt das Leerzeichen hier, das wird auch encrypted. Leerzeichen haben keine Ahnung, was für einen. Ich schau grad mal.
einen ASCII-Wert von. Was haben wir vom Problem? Ah, ja, es muss ein Buchstabe sein, sonst geht das nicht. Ein ASCII-Wert von 32. Okay, bei 32 wird Folgendes gemacht: Da wird einfach der Offset drauf addiert und scheinbar ist der ASCII-Wert von diesen hübschen doppelten Anführungsstrichen einfach diese 34. Also 32 plus 2 sind ja 34, also haben wir das. Gut, theoretisch kann man hier auch wirklich sagen, wir lassen das hier raus. So. Und das hier auch. Und das hier auch. So. Okay. Machen wir das so. Und sagen einfach nur, wir return das immer. Dann haben wir hier ein paar komische Zeichen. Aber macht ja nichts. ASCII kennt ja die ganzen Werte. Ja, macht nichts. Kann man machen. Muss man nicht. Ich würde sagen, wir bleiben bei der Variante. Wenn es größer als 122 ist, dann kommen nur noch komische Buchstaben, die wir hier nicht mehr sehen können. Und encrypten das so. Ich tue das hier mal wieder raus. Und müssen halt mit diesen Anführungsstrichen hier leben. Das sieht man halt relativ leicht, dass da neue Wörter anfangen. Gut, jetzt wollen wir das Ganze wieder decrypten. Also schreiben wir uns eine public static void. Also ich meine, wenn ihr der Empfänger seid, müsst ihr ja auch irgendwie, nicht void, ein String, müssen wir irgendwie kapieren, was da so abgegangen ist und was der uns überhaupt da mitteilen will. Und wir wollen es wahrscheinlich nicht von Hand machen. Ich schreibe dazu jetzt auch nur eine Methode, die einen String s nimmt und einen Integer Offset. So. Und ja, was wir hier drin machen, ist eigentlich genau dasselbe wie hier. Nur, dass wir hier unsere Encrypt-Methode direkt noch selber schreiben müssen. Also bauen wir wieder das hier. So. Wenn der. Okay, dann schreiben wir uns hier noch ein Char c gleich s.char@i. So. Und jetzt kriegen wir ja jedes Mal den richtigen Char raus. Und jetzt wollen wir das Ganze wieder zurückwandeln. Also wenn der Offset kleiner als 9, als, was hatte ich gesagt, 97 ist. Jetzt kleiner als 97 ist. Dann wandeln wir hier das Ganze wieder auf 26 plus und subtrahieren aber den Offset jedes Mal. Und ansonsten subtrahieren wir einfach nur den Offset. So, das wird uns jetzt für diese Anführungsstriche hier wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Hier muss natürlich noch Red plus gleich reinkommen. Für die Anführungsstriche wird das jetzt nicht funktionieren. Ach so, ja, ich habe hier immer noch nicht. Aber für den Rest sollte es eigentlich funktionieren. So, sagen wir hier noch Offset und machen die Klammer zu. Gut, und dann probieren wir das Ganze mal. So wie wir sehen, wird hier natürlich der Doppelpunkt ausgegeben, weil wie ich schon gesagt habe, für das Leerzeichen bzw. diese Anführungsstriche wird es nicht funktionieren, weil für die Anführungsstriche gilt das ja hier immer noch. Also diese kleine 97, also es ist kleiner als ein a. Das gilt ja. Das heißt, wir addieren hier nochmal 26 drauf. Und was wir eigentlich nicht sollten, wir sollten hier eigentlich in diesem Fall landen, weil wir hier tatsächlich auch in diesem Fall waren. Aber wir wollten es ja nur für kleine Buchstaben machen. Man muss dann natürlich noch gesondert einfach schauen, also wenn wir jetzt hier eben die zweite Methode gewählt hätten, einfach jedes Mal einfach nur den Offset hier drauf addiert hätten und hier jedes Mal nur den Offset runter addiert hätten. Ich schreibe es euch gerade mal um. Ja, das ist unreachable hier. Das ist logisch, das soll auch so sein. Und jetzt schreiben wir hier quasi das da. Und hier machen wir auch ein und false. Das wird ja niemals wahr. Das heißt, wir gehen niemals in diese Zeile Code rein. Proceed, bitte. This method must. Was? Er ist doch ein Char. Was hast du denn? Ach so, weil ich da oben rausgegangen bin, muss ich natürlich hier auf jeden Fall reinkommen. So. Jetzt. Ich bin uncodiert. Jetzt funktioniert das Ganze, weil wir hier
jedes Mal diesen Offset draufaddiert haben und wir subtrahieren hier einfach jedes Mal diesen Offset. Das Problem ist, das Encrypting, ich zeige es euch gerade mal, wie das encrypted aussieht. Ja, wäre noch machbar, weil wir hier kein Z drin haben. Ich schreibe hier einfach mal ein Z hinten dran. Und dann passiert nämlich was anderes. Dann haben wir hier diesen, diesen senkrechten Strich, der aussieht wie ein Cursor. Was jetzt nicht unbedingt ein Buchstabe ist. Aber es funktioniert auch für Großbuchstaben, wie man gleich sehen kann. Ups, nicht A, sondern S. Für Großbuchstaben passiert dann halt einfach dasselbe. Die sind ja genauso mit Offset gedacht. Und wenn ich hier halt wieder ein Z mache, dann kriege ich hier halt ein Backslash raus. Funktioniert, kann man machen. Ist euch überlassen, ob ihr lieber diese Methode hier habt, die sich so quasi im Kreis rotiert, also das Z zu A gemappt wird, oder ob es einfach in der ASCII-Notation weitergeht. Also jetzt kennt ihr beide Methoden, wie man quasi mit Caesar einfach eine sehr leichte Verschlüsselung implementieren kann. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ansonsten schreibt es mir in die Kommentare. Es sind immer gerne Kommentare gesehen, also schreibt alles in die Kommentare. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.